Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, Emergency 5 spiele ich jetzt einfach mal an hier. Das Spiel ist nicht so nice, was die Performance angeht. Ihr könnt da oben sehen, die FPS, die ich habe, mit einer GTX 79. Also, das ist etwas, das Spiel, als es rauskam, war das total unspielbar. Aber ich dachte mir, ich probiere das jetzt mal ein bisschen aus. Und ja, ich nehme das einfach auf. Ich habe dazu ein Bug-Video hochgeladen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich alle Bugs zusammengetragen, die ich in einer halben Stunde gefunden habe. Und jetzt werden wir mal gucken, was ich getan habe, weil ich habe jetzt seit einem Jahr oder so nicht mehr gezockt und nicht mal reingeschaut oder so. Gut. Ich bin auf pausiert, weil das geht sofort los, wenn wir starten. Emergency 5, beziehungsweise Emergency ist ein Spiel, wo man Leben rettet, beziehungsweise sich um das Allgemeinwohl der Bevölkerung kümmert, sage ich mal. Also quasi der Dispatch in LSPDFR. Wir sind jetzt der Dispatch in LSPDFR. Man hat hier Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei und technische Hilfswerke. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Aber ansonsten würde ich sagen, fangen wir mal an hier. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Deswegen kann es sein, dass ich mich wie Noob verhalte. Das bitte ich dann einfach zu entschuldigen. Huch. Okay. Brandausbruch. Wie komme ich da hin? Warte, okay, hier. Wo ist denn der Brand? Hallo? Egal, wir schicken mal Feuerwehr. Oder wo ist denn der? Ist der oben oder unten? Das wäre ein bisschen wichtig. Ah, da, okay. Das war 5 Stunden lang brauchen. So, mit Rechtsklick in das, genau, okay. Ich musste mich ein bisschen in die Steuerung wieder reinfuchsen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Jetzt können wir hier den wunderschönen Feuereffekten zuschauen, die es nicht rechtfertigen, dass ich nur 30 FPS habe. Aber okay, ich werde da nicht weiter drauf rumhacken. Und ja, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen spielen. Es ist cool, das Game, ja, das kann man ja nicht sagen. Es ist echt nice. Nur die Performance ist halt von Arsch. So, Feuerwehr braucht wieder mal 5 Stunden. Hinten, also man sieht unten links auf der Map, die ich ein bisschen zu klein finde. Irgendwo die Feuerwehr, genau hier. Sieht man sie ohne Sirene fahren. Das ist nicht aber schade. Egal. So, wie geht denn das jetzt nochmal? Aussteigen. Und jetzt nehmt ihr 3 hier Feuerlöscher. Alles klar. Und dann macht ihr den Baum hier kalt. Eilt euch. Ja, komm, go. Hol dein Dingsel raus. So. Und du kühlst den Baum hier. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Boah, das Geräusch ist mega nervig. Das war schon in der Emergency 4 mega nervig. Ich glaube, das ist sogar dasselbe Geräusch. Das ist, ne? Aber ich glaube, also ich meine es aber auch, also das Spiel meint es echt gut mit uns, weil der Baum hätte auch locker übergreifen können. Was es so irgendeinem Grund nicht getan hat. So, komm, ich schreibe wieder ein. Ne, wir haben jetzt den Einsatz abgeschlossen. Wir haben jetzt irgendwie 360 Punkte. Man kriegt dafür Punkte, je mehr Einsätze man abschließt. Beziehungsweise noch nicht, lass mal zurückfahren. Komm, lass dich mal. Nun, so funktioniert das halt. Jetzt sind wir hier medizinischer Notfall. Wieso kann ich da nicht hin? Ach, warte, hier. Okay. Okay, guck mal. Da ist Mongo, der getroffen wurde. Huch. Und Rettungstransportwagen. Du kommst dahin. Ey, dahin. Ja, seht ihn euch an. Er wurde von dieser Bargeschaufel getroffen. Er wurde so krass getroffen, dass er von der Baustelle die 3 Meter bis nach rüber geschleudert wurde. Ja, also, das ist eine gute Werbung für den DME-Bagger. Den glaube ich. Ich glaube, das ist Cat, oder? Das soll die Cat verarsche quasi. Cat-Verschnitt. Ja, also gute Werbung für Cat. Die Schaufel ist so stark, sie kann Leute meterweit durch die Luft. Oh, da kommen sie, okay. Jetzt haben wir auch von meinem Trash-Talk hier. Das ist ernst. So, aussteigen. So, jetzt rennt er hier wie eine Pussy und holt seine Arztköfferchen. So, komm. Und ihr steigt auch mal aus. Mit eurer Trage und stellt euch mal daneben, ja. Ihr könnt heute mal ein bisschen gaffen. Sonst, was ich aber ganz cool finde, ist, dass der Typ jetzt hier aus seinem Werk. Also, man kann leider nicht weiter reinzoomen. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter reingezoomt. Der holt aus seinem Instrument heraus und jetzt wird gleich hier, genau, Schädelbasisbruch. Alter, das ist halt wieder, das ist zum Beispiel sowas, was Emergency 5 auszeichnet. Nicht, dass die hier irgendwie außen rumlaufen, sondern die laufen erst mal hier
über den Bordstein, ja, schauen sich da Sachen an, gucken, ob da irgendwie ein Euro liegt oder so und gehen dann erst dahin. Das ist halt normal in Emergency 5 leider. Aber das Spiel ist okay. Man kann nicht meckern eigentlich. Man konnte am Anfang meckern, aber ich glaube mittlerweile geht's. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Löschen Sie Gasexplosion. Wenn nötig, kümmern wir brauchen Brustwägen und wir brauchen ein Tanklöschfahrzeug. Genau. Schauen wir mal hier hin. Beziehungsweise wir brauchen eigentlich noch einen Rüstwagen, den wir hier hinstellen. Bin dabei. So, jetzt können wir hier mal medizinischer Notfall. Also es ist Multitasking. Ach komm, jetzt mache ich das von alleine. Du steigst hier ein. Gibt es da Verletzte? Ja, es gibt Verletzte. Das heißt, der Tübbel. Komm, leg dein Köfferchen hinten rein. Los. Ja, und ihr geht da rein und du gehst dann zu der Explosion. In Ordnung. Weißt du, darin besteht das so ein bisschen, das Spiel, also dieses Multitasking, was das halt was es halt spaßig macht, quasi. Ihr holt euch einen Schlauch. Oh, wir müssen unbedingt das Gebäude hier kühlen, oder die beiden hier löschen. Warte mal, du kühlst das Gebäude, du löscht das Ding und du löscht das Ding. Hallo? Achso, dieses hole ich nacheinander einen Schlauch, weil das geht natürlich schneller. So, der löscht von alleine und ihr steigt auch mal aus. Und ihr holt euch auch einen Schlauch. So, und wir gucken hier den medizinischen Notfall. Der hier fährt so zum... Okay. Explosion im Gebäude. So. Das ist halt so, das ist halt der Aspekt des Games quasi. Dieses Multitasking. So. Du löscht das Gebäude. Solltest du das... Oder dann löscht du halt dieses Ding hier, diesen Blumenkasten. Sag mal Blumenkasten, ich weiß nicht warum. So, und... Oh, warte, ja, genau, okay, perfekt. Wir machen alles von alleine hier, ey. Wo ist denn hier eigentlich das Opfer? Also, wo ist denn der Verletzte? Jetzt sollte man sich mal darum kümmern. Ja, da war gerade die Straße kurz mal weg. Ist der in dem Gebäude da drin, oder was? Ich sehe es leider nicht. Guck mal, da irgendwie... ich glaube nicht. Okay, müssen wir kurz löschen. Vielleicht finden wir ihn dann. Oder liegt er vielleicht irgendwie... Vielleicht ist er hier vorbeigelaufen und liegt jetzt hier auf der Straße oder so. Da! Nee. Das ist nur eine Laterne. Ich finde ihn nicht. Egal. Müssen wir kurz löschen. Oh, jetzt brennt das hier auch noch. Warte mal. Nee. Du löscht mal das hier. Hallo, das löschen. Das löschen. Nicht, dass das hier alles übergreift. Das wäre nicht gut. So, was haben wir medizinisch schon... Ist denn der... Genau, hier ist der Krankenwagen. Okay, perfekt. Wollte gerade schon sagen, ey, wie lange brauchen die denn, um so ein bisschen hier rumzufahren. So, das ist gleich gelöscht. Jetzt macht der hier noch das hier und du kannst eigentlich... Nee, da. Der da kann dir eigentlich mithelfen. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich hoffe, das greift jetzt hier nicht auf das hier über. Ach du Scheiße, das brennt jetzt hier. Ah ne, aber es geht langsam runter. Okay, perfekt. Ach guck mal, hier gibt es gar keine Opfer mehr. Okay, interessant. So, und jetzt könnt ihr... Ja gut, das da vorne kriegen sie, glaube ich, alleine hin, oder? Wobei, nee, wir gehen mal auf Nummer sicher. Aber ich glaube, du kannst schon mal abbauen. Ich glaube, du hast nichts mehr zu tun. Komm, geh da mal rein. Ja, dann braucht man nämlich nachher nicht so lange, falls nochmal ein Einsatz reinkommt. So, das Tankdurchfahrzeug macht auch einen guten Job. Guck mal jetzt zum Beispiel, jetzt gleich gibt es bestimmt einen Einsatz. So, ihr drei geht hier rein. Du gehst da hinten rein. Und jetzt haben wir irgendwo noch einen. Was macht denn der da? Nein, du gehst da rein. Nicht mit Wasser rumspielen. Das könnt ihr in der Kindheit machen, aber nicht jetzt. Du musst Brände löschen. Okay. Notruf. Der medizinische Notfall. Okay, pass auf, dann nehmen wir gleich den hier. So, da. Zustand feststellen, bla bla bla. Der hier geht in die Basis und der hier geht in die Basis und der hier geht in die Basis, wenn der hier eingesteigen ist. Wenn er eingesteigen ist, ja, wisst ihr Bescheid. So, haben wir jetzt eigentlich wieder alle 2 von 4, 3, 5. Okay, das passt. Das heißt, wir fahren wieder zurück und sind dann wieder verfügbar. Was der hier macht, das weiß keiner so genau.
Nee, wir machen jetzt mal medizinischen Notfall. Wobei, ich finde, die Ärzte brauchen viel zu lange immer, ja? Brauchen immer 5 Stunden, bis die mal da sind. Und er ist Volker Koch, Junge. Und wir haben 4600 Punkte. Sofort. Lass uns mal gucken, was die hat. Fühlt sich scheinbar nicht gut. Was hat die Frau denn? Steht da gleich unten. Huch. Ach, der hat nur Schweinegrippe, na dann. Ansteckende Schweinegrippe. Oh, das heißt, wenn der jetzt da daneben läuft, hat er auch Schweinegrippe. Ja, so funktioniert das mit den Viren. Nicht dahin gehen. Ich glaube, der läuft weiter. Okay. Ah, die ist eh jetzt gleich geheilt, ja. Paar heilende Hände und Schweinegrippe ist Geschichte. Achtung, Raubüberfall. Raubüberfall. Okay. Wurde vom Täter angegriffen und verletzt. Es wurden mehrere Brauchen Polizei. Jetzt kommt LSPD FA, Junge. Jetzt müsste man... Täter fest und transportieren Sie ihn ab. Danke. Jetzt müsste man so in GTA rein switchen, wie wir LSPD FA spielen und zu so einem Raubüberfall responden. Das wäre voll geil. Eigentlich müsste ich echt so ein Video machen. Und guck mal, jetzt wurde er weggetreten. So, Polizei braucht wieder 5 Stunden. So wie immer. So wie wir. Der Täter versucht, ja, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Ja, chillt mal. Wo ist denn die Polizei? Da. Ja. Ihr fahrt mal hier hin. Jetzt müssen wir den einfangen. Ah, der backt eh auf der Stelle. Der macht, glaube ich, gerade ein bisschen Moonwalk. Ah, guck mal. Ey. Nein. Wird erledigt. Ja, genau, der läuft durch das scheiß Gebäude. Was für ein Cheater. Okay, warte, ich steig nochmal ein. Jawohl. Sonst verfolgt er den noch bis sonst wohin. Ja, komm. Und er ist hingefallen, oder? Nee, er muss sich ausruhen. Okay. Die Polizei fährt auch durch Gebäude, na dann. Handschellen und festnehmen. Komm. Ja, jetzt sehen sie. Jetzt hier, fight. Guck mal, der Kollege steht assistierend daneben. Jetzt müssten so Health Bars eingeblendet werden. Ja, guck mal, jetzt hat er sich entschieden aufzuhören. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Alle Personen, okay, also wir müssen mal kurz den Typen hier helfen. Ich brauche dich. Ja, genau, steig einfach nicht ein. Jetzt haben wir noch Brand. Warte, jetzt lass mal den kurz zum... Wobei, nee, komm. Oh Gott, okay. Explosion. Das heißt, da liegen sind Trümmerteile. Wir brauchen einmal... nee, das ist ein Bergungshelikopter. Bergungsfahrzeug. Und einmal, zweimal Tank. Einmal, zweimal Tanklöschfahrzeug. Aber ich glaube, Brände sind nicht mal das Problem, merke ich gerade. Egal. So, und jetzt machst du... Wo auch immer du dich versteckst. Da. Du gehst zum Raubüberfall, machst hier ein bisschen Action. So, der Täter müsste jetzt aber eigentlich auch... Hallo, wo ist denn der Täter? Wird er jetzt weggebracht? Wird er weggebracht oder fahren die hier nur Streife? Ja, ich glaube, der wird weggebracht mit der Geschwindigkeit, wie die fahren. Alter, what the fuck? Der fährt echt wie ich in LSPD FA. Das ist exakt mein Fahrstil. Exakt mein Fahrstil. So. Hier, ja gut, das ist nur diese eine Mülltonne, die hier brennt. Ich dachte, es ist hier mega hier, keine Ahnung, weißt du? Massenexplosion. Natürlich liegen alle unter einem Stein, oder jeder unter einem Stein, so tollpatschig die sind, ja. Liegen sie alle verletzt darunter. So. Alle Opfer mit Notarztversorgung, ach genau. Ja, zu Befehl. Haben wir ja auch noch. So, du machst dann gleich den hier. Wir brauchen aber auch mindestens einen Notarzt, weil bis der da hinten fertig ist mit dem Raubüberfall. So, ist das Bergefahrzeug. Du hebst das hier an. Also, wo bleibt denn die Feuerwehr? Ah, hier. Komm, lösch mal. Ich meine, gut, zwei Tanklöschfahrzeuge waren vollkommen überflüssig. Ich sehe es ja ein. Aber, ne, es dient nur zur Sicherheit. Sofort. Oh Gott, jetzt kommt... Ah, ne, okay. Sind nicht die Brände schon mal weg? Weißt du, dann haben wir Brände schon mal erledigt. So, dann könnt ihr beide wieder zurück zur Basis. Das war jetzt mega überflüssig. Ich dachte, das ganze Ding hier brennt.
So, wo ist der Notarzt? Na, da kommt sicherlich noch. Ah, sieht man eh. Ich finde die Map viel zu klein. Aber warte, man kann reinzoomen. Aber das bringt mir ja auch nichts, weil ich kann mich... Ah doch, ich kann mich auf der Map... Oh Gott. Okay, das ist total behindert. Das ist total behindert, aber für den Einsatz mache ich es kurz mal. Da ist der Notarzt. So, und das hebst du gleich, wenn du wieder in Ausgangsposition bist. Habe ich den Notarzt schon befehligt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. So. Ja, brauch noch länger. Hier, heb an. Du machst den hier. Raubüberfall müsste jetzt aber auch langsam mal geklärt sein. Okay, perfekt. Dann hol mir für den hier einen Rettungswagen. Rettungstransporter. So, dann kann der nämlich gleich zum Einsatz gehen. Weißt du, den lassen wir einfach so liegen. Das passt schon. Den lassen wir jetzt liegen, bis der Transporter da ist. Bin bereit. Okay, wir haben hier auch eigentlich fast alles abgeschlossen. Dann kann der nämlich hier zum Dingsel hier fahren. Zu Befehl. So, und hier brauchen wir, würde ich mal sagen, zwei Transporter. Jetzt schon mal. Ich finde es interessant, dass die Sachen hier despawnen. In Emergency 4 sind die nicht gedespawnen, ja? Möchte ich nur mal so eben erwähnen. So, jetzt haben wir noch das Ding hier. Komm. Es wird doch immer alles so langsam macht, ey. So, jetzt macht er das. Der fährt immer durchs Gebäude. Ne, der fährt erstmal über den Typen drüber. Na, das passt schon. So, jetzt haben wir Raubüberfall. Bin bereit. Kein Problem. Alles klar. Ihr macht hier mal euren Job. Der hat ja noch volle Health Bar, also es geht ja. Wieso gibt's eigentlich diese Tragen nicht in GTA? Es wäre eigentlich voll geil, wenn da dann irgendwie auf die Trage gehievt wird und dann auch mittanzen. Das wäre voll geil. Aber nein, wir sind Rockstar. So, die brauchen wieder 5 Stunden. So, und dann fährst du weg. So. Gut. Dann haben wir hier nochmal für den Jungen. Am besten, weißt du, ganz schnell Sachen oder Fahrzeuge schon mal wegbringen, weil sonst geht hier Chaos los mit den ganzen Einsatzkräften. Also den jetzt hier dann auch sofort wegschicken, weil sonst kommt hier niemand mehr durch. So, ihr werdet weggebracht. So, die holen wir raus, stellen sie daneben. Ihr steigt dann. Genau, so würde ich es auch machen. Hallo. Ich steig dann hier ein. So, der kümmert sich um den hier. Was hat denn der hier? Schädelbasisbruch. Wie alle in der Stadt. Ne, die andere Schweinegrippe. Guck mal, die machen einen Ausflug noch mit dem. Die wollen dem noch ein bisschen in die Gegend zeigen. Weil der hat nämlich gesagt, dass er Tourist ist und gerade in Berlin ist. Und da wollten sie dem einfach noch ein bisschen die Gegend zeigen. Das kann man verstehen als Notärzte. Das gehört jetzt auch zum Beruf, den Leuten auch zeigen, in welchem Umfeld sie arbeiten. Könnt ihr jetzt mal hier rein. Ja, wir gucken mal, wo die hinfahren, ne? Vielleicht fahren die auch gleich ins Leichenhaus, man weiß es ja nicht. Aber vor allem fahren die auf der falschen Straßenseite, ja? Also entweder auf dem Gehweg oder hier rechts, dann müssen sie auch in den Ampeln stehen bleiben. Ja, die machen das schon. Wir machen das schon. So, ihr steigt hier ein. Ne, warte, ne, ihr steigt hier ein. Und du steigst hier ein und du steigst hier ein. Perfekt. So, bringen sie den jetzt mal rein. Das ist so behindert, ne? Das ist so behindert. Na, guck mal, die haben aber einen Weg gefunden. Vielleicht sind es auch einfach blinde Sanitäter. Und ne? Ja, da ist der drin und dann wissen sie nicht genau, wo sie hin müssen. Jawohl. Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen beunruhigend, aber so kann ja sein, ne? Guck mal, jetzt fahren sie da nicht dahin, oder? Ah doch, jetzt fahren sie noch in die Richtung. Oder laufen sie in die Richtung. Und was hat denn der Typ? Hat denn der irgendwas Lebensbedrohliches? Keine Ahnung. Also der bleibt noch ein bisschen liegen, ohne irgendjemanden. Ne, aber ist auch in echt so. Das geht voll klar.
So, ich glaube, sonst haben wir nichts. Jetzt müssen wir warten, bis hier ein Transporter kommt. Das wäre echt so nice, und damit so eine Person wird vermisst. Okay. Wir haben auf der Übersichtskarte die ungefähre Stelle markiert, an der sich die vermisste Person zuletzt aufgehalten hat. Was bleibt in der Kran hier stehen? Suchen Sie dort mit Hilfe eines Rettungshundes. Egal. Was? Eines Rettungsboot? Ach, Hund. Ich dachte wahrscheinlich Rettungsboot. Wäre ein bisschen komisch hier. Rettungshund. Wie geht denn das nochmal? Ich glaube hier, oder? Rettungshundefahrzeug. Da. Alles klar. Na gucken, in GTA haben wir ja nicht so viel Glück, was vermisste Personen angeht. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Mein Gott, die brauchen immer mega. Jetzt ist aber auch mal da. Verstanden. Kein Problem. Personen. Haben wir sonst noch irgendwelche Einsatzkräfte, die irgendwie... Ja, die zwei hier zum Beispiel. Die bleiben einfach mitten auf der Straße stehen. Ja, das ist halt Emergency. Guck mal, der ist schon da. Jetzt holen die hier ihren Hund raus. Die K9 Unit, wie es in den USA heißt. So, und jetzt, wie geht denn das jetzt? Einfach losschicken? Ja, ich glaube schon. Die Karre kann man eben... Das ist ein Autopilot in der Karre drin, da muss die nicht selber fahren. Jetzt durch den Straßenverkehr deckt der auf. Guck mal, der Hund wäre schon oft tot gewesen, so wie der gelaufen wäre. So, wahrscheinlich liegt jetzt hier irgendwo drin oder so. Im Gemüse, weißt du? Er der ist umgekippt. Bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Da, der Hund macht Lärm, okay. Wir haben die vermisste Person gefunden. Sie ist pass auf, wenn sie hier rumbacken. Dann hier. Achtung, ein Ladengeschäft. Ein Ladengeschäft überfallen. Angeschossen, oh. Okay. Dann müssen wir uns kurz darum kümmern. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Ah, komm. Da unten ist er, weißt du, in der untersten Ecke. Aber Polizei fährt in meinen schnell. Weißt du, die sind schnell da. So, jetzt geht er hier hin. Das heißt, sie müssen jetzt gleich den entweder erschießen oder der... Komm, jetzt beeilt euch mal. Wenn wir Glück haben, schießt er auf die Karre. Dann rennt er nämlich nicht weg. So, guten Tag. Alles klar. Ey. Verstanden. Ah. Achtung, eine eiserne Kraft wird angegriffen. So, komm. Oder hat ein Messer. Was geht's? Pass auf, dann holt der mal seine Waffe raus. Gucken, ob der es schafft. Nicht, dass der jetzt hier gleich noch ein Toter ist. Zur Not schießen wir. Also wenn... Weil ich sehe nicht, wann der tot ist oder wann der verletzt ist. Ja, ihr seht euch diese AAA-Animationen an. Wie sie gegeneinander kämpfen. Es wirkt fast realistisch. Also dass das Spiel ab 12 ist, wundert mich echt. Ah, guck mal, jetzt haben sie sich geeinigt. Das sieht immer so schön aus, weißt du, als wenn die sich so einigen würden. So. Personen vermisst du. Du steigst aus, nimmst den fest und du holst deinen Hund zurück. So, Ladengeschäft überfallen. Haben wir noch hier den zweiten? Guck mal, die haben beide... Huch, achso, ich muss hier raus. Nein, nein. Ah, okay, egal, hol mal ein neues. Und als Einsatzfahrzeug Ladengeschäft überfallen. Wo ist denn das jetzt hier? Mensch. Ah, okay. Wird so. Erledigt. Chaos. Nur Chaos, mehr nicht. Jawohl. So. Ja? Komm, steig mal ein, ja. Jawohl. Bring deinen Hund. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen der Basis. So, komm. Ich finde das Zeichnen süß mit der Pfote, ja, das hat was. Ja, so, und du fährst zurück. Heute hat sich eine Gasexplosion ereignet. Okay, ich glaube, hier brauchen wir aber zwei. Oh ja, hier brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Und wir noch einen Rüstwagen hier hin, dass der hier absichert. Okay. Haben wir bisher nur Brände, keine verletzten Leute, das ist gut. Du steigst aus und kümmerst dich um die hier und die vermisste Person hat sich schon erledigt. Das heißt, du steigst hier ein, ihr steigt aus und nimmst sie mit. Was hat die jetzt eigentlich? Sieht man das noch im Nachhinein? Nö, okay. Explosion. Ach komm, die sind schon da, oder? Ne, das sind die Brandzeichen, okay, fuck. Wobei die Einsatzkräfte sind eh gleich da. Was sag ich da oben? Ein See ist da, ist ja oben das Atomkraftwerk. In Emergency 4? Oder? Nee, oder war das Emergency 5 mit dem Atomkraftwerk? Ich weiß es nicht. Irgendeines von den beiden Games. Ich glaube, es war Emergency 4. Ach, keine Ahnung. So. Hier brauchen wir so einen. Ey, brauchen wir so einen.
Alles klar. Explosion im Gebäude. Der Rüstwagen ist schon mal da und den werden wir auch brauchen. Jo, durch jetzt erstmal alle Schlauch und löscht dann hier mal ein bisschen umeinander. Alter, nicht festbacken. Fahr mal bitte in den Hof rein. Weil hier. Ach du Scheiße. Ja, Logo. Wir brauchen vielleicht nochmal zwei Rüstwägen. Oder Tanklöschfahrzeuge, besser gesagt. Ich stelle mal hier hin. Alter, du kühlst auf jeden Fall dieses Haus hier. Wenn das Haus auch noch in Flammen aufgeht, dann haben wir ein Problem. So, und du ist das hier irgendwie. Wobei, das ist aber nicht so wichtig. Du gehst mal lieber hier hin und guckst mal, was du hier machen kannst. Und hier haben wir Leute mit Schläuchen. Die kriegen das wohl alleine hin. Ihr steigt aus, geht hier hin. Person vermisst. Hat sie das erledigt? Egal, du fährst hier. Ich glaube, das hat sich erledigt. Dann fährt der weg. Explosion im Gebäude. Das macht mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen hier. Ja, vielleicht löscht du davor den Baum hier oder so. Oder am besten die Bank, weil ich habe keinen Bock, dass das Gebäude hier noch brennt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Weil die Karre hier, mein Gott, dann geht's halt in die Luft. Ja, das macht ja nichts. Ich werde bester Einsatzleiter, ihr merkt's schon. So, du löscht den Baum hier. Kommst du da ran? Ich glaube nicht. Kommt er da ran? Irgendeiner muss diese Bank hier löschen. Weil, warte mal, ihr könnt doch erstmal aussteigen. Ah, warte. Du. Ich habe Hoffnung. Löscht diesen. Ah, nee, schaffen es eh. Okay. Dann steigt mal wieder ein. Weil ihr drei braucht eh nicht dabei zu sein. Nämlich das Ding da oben steuern. Keine Ahnung. So, dann löscht du mal, was du löschen möchtest. Und die beiden Autos können euch in die Luft fliegen. Das sind eh keine Leute drumherum. Das passt schon. Ladengeschäft. Sind wir jetzt mal fertig? Okay, perfekt. Du steigst hier ein. Explosion. Oh Gott, wir sind schon bei 27 Minuten. Machen wir noch das zu Ende. Machen wir noch zu Ende, oder? Komm. Wichtig ist, dass das hier, dass hier die Mitte ein bisschen gelöscht wird. Und vor allem der Baum hier. Weil wenn das hier auf. Wobei da kühlt eh, aber trotzdem. Ah, die schaffen das. Bin ich beruhigt. So. Alle beschädigten oder zerstörten Fahrzeuge abtransportieren. Ja, das Ding wird gleich in die Luft fliegen, aber das ist egal. Warte mal, ist da ein Feuerwehr? Ah ne, der löscht durchs Haus durch, zum Glück. Verkehrsunfall. Ja, Verkehrsunfall juckt jetzt nicht. Retten Sie die Fahrer. Weil, komm, aus den Unfallfahrzeugen. Versorgen Sie alle Opfer retten und Sie die Fahrer. Ab. Wir brauchen ja eigentlich. Weil, komm. Ist eh egal. Was sonst noch zu tun ist. Nein, ist dann nach Zeit. Guck mal, da ist ein Krankenwagen verunglückt. Zumindest sieht es so aus. MTM, das soll wohl ganz klar UPS sein. Ganz klar soll das UPS sein. So, den müssen wir rausschneiden. Das heißt, der braucht dann noch. Einen wunderschönen Versorger. Alles klar. Einen Abtransportiermann und einen Abschleppfahrzeug. Und einen Abschleppfahrzeug. Guck mal, wenn er eh hier nichts zu tun hat, dann können auch die Karre löschen, weil zwangsläufig in die Luft fliegen muss jetzt auch nicht. Warum halt ich zwei Abschlepper, aber das passt ja. Wird gemacht. So, und ich glaube, ihr seid dann eigentlich eh fertig, oder? Also, der da hinten, also ihr beiden könnt ja. Ist das ein Rüstwagen? Ne, das sind beides solche dann. Komm, fahrt weg. Brauchen euch nicht mehr. So, die eine Karre ist dann auch schon gelöscht. Und die dann auch. So, irgendwo brennt's noch, oder? Ah ne, die Karre brennt, okay. Klar, macht irgendwie Sinn. So, ihr beide verpisst euch. Und du gehst. Darin haben wir einen. Du, hey. Hallo. Was geht's? Du gehst auch da rein. Haben wir zwei. Haben wir noch irgendwo ein Feuer, wenn man da irgendwo verschollen ist oder so? Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Das klingt wie das Nachbar. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Ja gut, ich sag dazu nichts. Ihr fahrt mal eben hier hin. Aber jetzt müssen wir langsam mal auch zum Ende kommen, weil das ist nämlich ein endloses Ding und das endet nie und das ist nicht gut. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es einfach mal brennen. Und dann kann ich auch mal zeigen, was dann passiert. Nämlich ungefähr gar nichts, aber es sieht vielleicht ganz cool aus. Und jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt kommen die Effekte zum Vorschein, die das Spiel ausmachen. Was
So, du steigst wieder ein. Du steigst ein. Er braucht nämlich eigentlich nur die Rettungszange. Oder die Rettungsschere. Los. Ja, guck mal, der muss erstmal suchen. Was war das Richtige? Hier. Ah, guck mal. Ah, die machen schon. Ah, nee, ich habe dich gerade ausgewählt. Okay, never mind. So, dann kannst du aussteigen. Dann müsste dann gleich hier jemand rauskommen. Oder ist da gar keiner drin? Ah doch, klar. Hier, so, du nimmst den fest. Du steckst... jetzt braucht er 5 Stunden, um die Rettungsschere wieder hochzuheben. So, komm. Und du schleppst das Ding ab. Ihr könnt auch schon mal aussteigen und euch daneben stellen. Und ihr verpisst euch, damit hier nicht alles aufeinander sitzt. Hallo. Verstanden. Okay. So, was hat denn der? Was hat er denn? Gebrochenes Bein. Okay. Vor so einem Verkehrsunfall. Die Karre sieht aus, als wenn in die Luft geflogen wäre. Der hat ein gebrochenes Bein. Okay. Das nenne ich mal Effektivität eines Unfalls. Im positiven Sinne. So, guck mal. Die machen hier ein bisschen Dance. Ganzen Fahrzeuge. Heute beginnt ein neues Volksfest in der Stadt. Ist das so? Muss das Volksfest? Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Sonst wird die Folge echt zu lang. Wir sind schon bei 32 Minuten. Das geht so nicht. Sonst braucht er wieder 50 Stunden zum Rennen und hochladen. Und dann gibt es wieder 50 Probleme bei der Wiedergabe. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Komm, fahr weg. Ja gut, Leute. Ich glaube, man kann ja auch Schluss machen. Weil ich glaube, der fährt jetzt weg. Der fährt jetzt weg. Das ist nicht mehr so spannend. Ich kann ja noch kurz das Fest zeigen. Das ist, glaube ich, am Brandenburger Tor. Wenn ich mich nicht irre. Ah ja, hier. Da, seht euch das Konzert an. Da wird gefeiert, wie man sieht. Das ist, also sorry, das ist echt schlecht gemacht, ne? Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in LSBDFA. Schreibt, ob wenn ihr mehr davon wollt. Keine Ahnung, ob ihr mehr davon wollt, schreibt es einfach mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in LSBDFA. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.